2019 war für die Weltwirtschaft ein eher enttäuschendes Jahr. Wir haben eine globale Wachstumsrate von 3%. Das ist doch noch mal einiges weniger, als wir es im Jahr 2018 hatten. Und der Hauptgrund dafür sind, dass vor allem die politischen Risiken sich negativ auf die Konjunktur ausgewirkt haben. Also wir haben den Handelsstreit zwischen den USA und China gehabt, der die globale Konjunktur belastet hat. Wir haben die fortgesetzten Unsicherheiten gehabt. Was passiert mit dem Brexit? Gibt es noch eine Einigung zwischen Großbritannien und der EU oder kommt es vielleicht zu einem harten Austritt? Und wir haben natürlich auch strukturelle Probleme, denn die Weltwirtschaft leidet darunter, dass wir in den vergangenen Jahren immer geringere Produktivitätsfortschritte haben. Und sie leidet auch darunter, dass wir von der Demografie negative Effekte auf das Wirtschaftswachstum sehen. Das wird sehr stark davon abhängen, ob sich die USA und China in ihrem Handelsstreit annähern, ob dieser Handelsstreit komplett ad acta gelegt wird oder ob er weiter eskaliert. Wir gehen davon aus, dass die bestehenden Zölle beibehalten werden, aber dass sich die USA und China in ihrem Phase 1 Deal, wie es so schön heißt, darauf verständigen werden, dass keine weiteren Zölle mehr eingeführt werden. Dann wäre das die Voraussetzung dafür, dass sich die Weltwirtschaft im Jahr 2020 erst einmal stabilisiert und dann im Jahresverlauf auch stückweise wieder etwas erholen kann. Wir gehen davon aus, dass die globale Wirtschaft im nächsten Jahr etwa um 3,2% wachsen wird, also etwas mehr, als es 2019 der Fall gewesen ist. Und dieses Mehr an wirtschaftlichem Wachstum, das wird insbesondere von den Schwellenländern geliefert werden. Denn die Schwellenländer waren vornehmlich dafür verantwortlich, dass 2019 wir diesen Wachstumsrückgang gesehen haben. Und 2020 sollten sich die Schwellenländer wieder etwas besser positionieren von ihrer wirtschaftlichen Entwicklung. Weniger China. Für China gehen wir davon aus, dass sich die Wachstumsrate noch mal ein Stück weiter abschwächen wird. Von etwas mehr als 6 auf dann unter 6%. Aber die anderen großen Schwellenländer, also Brasilien, Russland und vor allem auch Indien, die auch 2019 sich schwächer entwickelt haben, als das eigentlich erwartet wurde, die dürften 2020 wieder etwas stärker wachsen und dementsprechend dazu beitragen, dass die Weltwirtschaft sich dann stabilisiert und wieder etwas erholt.